Stolze und Ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigungen. Und jetzt? Muss ich jetzt hier bloß rein und warten, oder? Achso, da war ein Buch. Das habe ich gar nicht gesehen. Pinsel, bla bla bla, okay. Ja gut, dann warten wir halt hier. Bis 12, glaube ich, war es, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, außer ständig warten und hoffen, dass ich den Pius umhauen kann. Ich bin der König! Hier! Hua! Bruder Bibliothekar. Was möchtest du? Ich wäre dann hier. Wunderbar. Höchstwahrscheinlich machst du das zum ersten Mal, aber es ist leichter, als du denkst. Es bedarf nur etwas Übung und Latein. Hier ist das Original und da sind die leeren Pergamente, auf die du das Original übertragen wirst. Verstanden? Du mögest beginnen. Versuch es nicht zu verpatzen. Ja. Beginne zu kopieren. Hä? Ach du Scheiße. Set und lege Domin. Domina? Oder Domum. Ne, Domum. Olumras. Kus. Olumras Ems. Et only. Wird schon das da sein, ne? Oh ja. Ach du Scheiße. Hä? Aber wo geht denn das los? Ach, da bei D. Dominus. Nee, doch Domi. Domuius? Dominus. Dixit oder Droid? Philos. Philios. Philios ist das. Genio. Hodi, das ist das da. Domine e Phallos? Nee. Dormiviv. Domine.
Boah, ich weiß nicht, wo das ist, Alter. Scheiße. Zum Nee, ist das ganz normal oben, ne? Oder nee, nee, auch nicht. Da ist aber ein E. Wie Domine. Fopandos steht da. Ah, FA gibt es da nicht fahrlos. Boah, Sum-Exkursi. Equenzeri. Alter, ich sehe halt da gar nichts. Das da. Schauen, ob das gut war. PC und Handy zum Abkopieren ist mir lieber. Und jetzt? Nein, nein, nein! Unglaublich, wie kann man so viele Fehler machen? Ruf verbessert. Und jetzt? Werkstatt der Brüder zugeteilt von Bruder Nebel aus. Nachmittagsgebet um 4. Ist 4? Bruder? Bruder Nevlas sagt, du hättest deine Arbeit im Herbarium nicht zu Ende gebracht. Hast du die Lust daran verloren? Ich war dort, wo ich sein sollte. Ich war nur spät dran. Weshalb mich wohl niemand bemerkte. Bruder, tut mir leid. Das ist deine. Oh. Soll ich da weiter? Was wünschst du? Ein Renovizenmeister über die Seite des Buches zu sein, dem man bräuchte etwas, über das besser Stillschweigen bewahrt wird. Soll ich das sagen? Vielleicht krieg ich nochmal Ärger. Ich fand ein Stück Pergament. Es wurde wohl aus einem Buch gerissen. Weißt du aus welchem? Sieht aus wie eine Seite aus dem Ovid. Was ist Ovid? Der Titel eines Buches? Nicht was, wer? Ovid war ein großartiger römischer Dichter. In der Bibliothek stehen einige seiner Werke, aber eins verschwand eines Tages. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Bruder Eustathius, möge er in Frieden ruhen, war etwas engstirnig, was klassische Literatur angeht. Wenn ein Buch Frauen auch nur erwähnte, nannte er es ketzerisch und erklärte es für gottlos. Wäre es nach ihm gegangen, wären all diese Bücher verbrannt worden. Ovids Liebeskunst war ihm offenbar ein solcher Dorn im Auge, dass er das Buch stahl und zerriss und dann die einzelnen Seiten versteckte. Willst du, dass ich das Buch wieder zusammenfüge? Aber ja,
Eustathius war nicht gerade der Hellste. Er wird die Seiten nicht unwiederbringlich zerstört haben. Ich nehme an, er hat sie überall im Kloster versteckt. Es wird wohl ein Weilchen dauern, sie alle zu finden, aber wenn du es schaffst, wird das Buch in die Bibliothek zurückkehren. Gut, ich werde die Seiten suchen. Danke, Bruder. Ich weiß das zu schätzen. 10 Seiten müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Wo soll ich suchen? Wüsste ich das, hätte ich dir die Aufgabe nicht gegeben. Okay. Zufällig eine Seite gefunden. Punkt 2. Die verbotenen Bücher müssen in diesem Schrank sein. Verbotene Schriften, verfasst vom Teufel selbst. Vergiss sie lieber. Oh. Fuck. Jetzt will ich wissen, was da drin ist. Willst du wissen, was drin ist? Verbotene Schrift. Ich verzeih nur was, glaube ich. Ja, nein, vielleicht. 4 Uhr nachmittags ist 16 Uhr. Kann ich das Gebet einfach unterbrechen und woanders hinlatschen? Ach nee, das bringt mir ja auch nichts. Das Hauptding ist... Also weg hier, Fluschen. Ich bin mir mal nicht sicher, wo ich rein darf und wo nicht. Sind hier auch irgendwelche Buchseiten? Was ist das da? Ich hab schon vergessen, wie lange das geht. Bis 6 Uhr. 2 Stunden, Alter, ihr habt sie nicht mehr alle. Ich muss sogar zugeben, es ist schon sehr stark langweilig, gerade ist mit dem Kloster die Mission. Lauf, 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 lauf. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der Friesen sei Jesus Christus. Sollen sie frei sein für die Lesung. Nach der 6. Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihrem. So, und jetzt haben wir Klosteralltag. 6 Uhr. 7 Uhr. Leg dich schlafen. Wo penne ich denn eigentlich? Oben? Bibliothek.
nicht, dass es vorbei ist. Dieser Siegesmund wütet immer noch. Knüpft sich Land auf Land ab, einen Adligen nach dem anderen vor. Bist du nicht der Typ? Ja. Ist bloß die große Frage. Ob hier irgendwo die Schriftrolle ist. Wo ist das da? Marathon. Nee, nichts stehlen. Oh, Pammy da oben. Aus der Bahn hier luschen. Okay, wir pennen hier. Jesus Christus. Darf ich da hin? Ich würde es halt gerne gleich beenden, ne? Das heißt, warten, bis er pennt, ihn ohnmächtig machen und dann mitschleppen. Aber ich bräuchte auch Dietriche. Ich habe eines der Manuskripte gelesen, die ein Novize abgeschrieben hat. Zum Heulen. Ist es so rührend? Rührend? Wohl eher zum Haare raufen. Eine schreckliche Verschwendung von Pergament. Junge Leute haben keinen Respekt vor der Schrift. Sie werden es lernen. Wir waren genauso. Kein Respekt vor der Schrift? Oh nein. Ich komme da nicht mehr rein. Na, jetzt halt. Achso, wenn das andere anvisiert, kann ich nicht rein. Oder man muss einfach nur weit nach oben zielen. Da kann man abends kacken gehen. Da ist eine. Wir müssen dann auch einen Weg nach draußen finden, ne? Pass auf, wo du hingehst. Boah, ich hab mich verletzt, scheiße. Sehr schwer. Sehr schwer, scheiße. Das ist ja auch ein Dietrich und so, ne? Friede sei mit dir, Bruder. Unterhalten wir uns. Achso, du bist der eine, ja.
Friede sei mit dir. Wer warst du? Lukas. Ich bin Gregor. Ich weiß, du warst schwer zu übersehen. Und du bist? Novize Lukas. Sei mir nicht böse, aber ich möchte nicht mit dir sprechen. Allein fühle ich mich am wohlsten. Hör mal, Bruder. An wen sollte ich mich im Kloster wenden, wenn ich etwas brauche, das... Nun, das nicht leicht zu beschaffen ist. Was magst du denn beschaffen wollen? Was ist auch... Verdammt. Aber bei dir geht doch das, oder? Ah, Gregor. Mir scheint, dich kann ich das fragen. Gibt es im Kloster jemanden, der mir ungewöhnliche Dinge beschaffen könnte? Wie zum Beispiel Dietriche? Dietriche, was? Ich will gar nicht wissen, wozu du die brauchst. Frag den Kellerer. Aha. Wer zur Hölle ist der Kellerer, Alter? Kellerer. Wo ist der Kellerer? Im Keller? Ach, sage ich. Er trampelte herum wie ein wütender Keiler. Das muss Circatus Dibor gewesen sein. Er kann nicht schlafen und betet bis spät in die Nacht. Scheiße, Mann, wo ist der Keller? Keller! Was wünschst du? Kannst du etwas beschaffen? Nun, was? Ich brauche Dietriche. Dietriche? Öffnen von Schlössern üben. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Aus Spaß. Und das soll ich dir glauben. Warum hat es nicht funktioniert? Gelobt sei Jesus. Kannst nun... Ich brauch Dietriche. Da hättest du sogar drei mehr. Na, was kümmert es dich über vielleicht gut? Nach mehr als Versauen kann ich es auch nicht mehr. Was kümmert... Immer mit der Ruhe, Bruder. Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwa... Cool. Wo war denn der Weg runter? Da nicht. Scheiße. Schnell. Ich hab keinen Bock, dass ich da wieder extra schauen muss. Das muss Circatus Dibor gewesen sein. Er kann nicht schlafen. Aus der Bahn, ihr Säcke! Warte mal, der Keller war in die andere Richtung. Du bist der Keller, ne? Ja, hier. Was gibt es, Bruder? Hä, warte! Er will 17 dafür? Alter, du Hund! Scheiße, ja, da muss ich noch mehr zusammenklauen. Kann ich die Bücher einfach mitnehmen? Ja, warte mal, wo war denn jetzt das wieder?
Ah ja, hier runter. Dass uns jemand beobachtet. Blödsinn. Warum sollte uns jemand beobachten? Und wenn schon. Es haben doch alle Angst vor uns. Niemand würde uns auch nur ein Haar krümmen. Wohl wahr. So, schauen wir mal. Der ist doch jetzt nauf, oder? Du könntest falsch liegen. Außerdem wird Gott uns schützen. Mönch, Mönch, Mönch. Mönch. Novize Lukas. Könnte ich den Typen eigentlich auch einfach umhauen? Na, fuck. Lass mich in Ruhe. Ich müsste halt auch rausfinden, wo der ist, ne? Warte mal, bist du noch wach? Erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Ja, scheiße, ist Antonius. Kann ich das Bett nutzen? Die Mönche liegen aber auch einfach irgendwo rum. Machen wir nur eine Stunde. Schaut es mit meiner Heimlichkeit aus? Sichtbarkeit, Auffälligkeit, Geräusche 28. Okay, die ist nicht so auffällig wie die anderen Dinge. Das hat er jetzt gespeichert, ne? Laden? Weil jetzt kann ich jetzt ausprobieren anfangen. Weil meine zwei Pläne sind jetzt das. Hören die, wenn ich die umhau? Also halt betäub. Oh, jetzt lädt's natürlich wieder. Weil das wäre so gerade der Gedanke, dass ich einfach den Pius und in nächtliche Lage 2148 wir haben. Sehr gut. Bruder Kellerer. Wir probieren es einfach als erstes mal mit dem Kellerer. Plündern. Hä? Du hast gar keine Dietriche, Arschloch. Mönch? 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 Bruder Nevlas, hast du einen Schlüssel? Wir machen einfach alle. Das machen wir einfach mit allen. Okay, es ist keiner aufgestanden. Der hat ja auch keinen Schlüssel. Dabei bist du einer von den Kandidaten. Mönch. 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 Lukas. Mönch. Antonius. Bibliothekar. Mönch.
Das ist halt die Frage, wo ist denn der Typ, ey? Was ist denn der Pius? Die pennen woanders, ne? Die pennen nicht bei uns. Schweinerei, ey. Aber jetzt können wir uns ja umschauen, jetzt können wir Learning by Doing machen. Hat der Bibliothekar was, was ich brauchen kann? Bücherschrankschlüssel. Sehr gut. Hier, die Kutte nehme ich auch mal, damit ich nicht so auffall. Ich scheiß auf meinen Tagesplan, Alter. Ich hab da oben gerade 3 Stück K.O. gehauen. Da oben geht's hoch, oder? Was tust du hier? Was tust du hier? Ich nehme an, dasselbe wie du. Ich will in Ruhe lesen. Und zwar nicht nur die Bücher, die sie uns vorsetzen. Was liest du da eigentlich? Naja, eine inoffizielle Biografie über den heiligen Prokop würde mich interessieren. Aber so etwas gibt's womöglich nicht einmal. Eigentlich habe ich mir nur Unterhaltung erhofft. Aber all das hier ist nur harmloser Nonsens. Wenn ich nur den verschlossenen Schrank mit den verbotenen Büchern öffnen könnte. Das wäre was. Bis vor kurzem war er noch offen. Aber dann verschwand eines der Bücher. Also wurde er verschlossen. Vielleicht bekomme ich ihn auf. Das wäre großartig. Ich würde liebend gern einen Blick in diese Bände werfen. Wir könnten sie gemeinsam lesen. Was sagst du? Ich sehe, was ich tun kann. Alter, du bist eigentlich der Typ, der dich umhauen will. Warum zur Hölle bist denn du hier? Scheiße, ich hab gar nicht geschaut, dass der irgendwo war. Kann ich den... Okay, das geht auch, sehr schön. Ja, der war doch offen jetzt. Lass doch. Unterhalten. Bin immer noch wegen deines Verstecks neugierig. Ich würde immer noch gern mehr über deine... Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Was für ein Buch ist es? Ich fand es in der Klosterbibliothek. Es stand im falschen Regal und ich nahm es mit, um es später zu lesen. Es ist das Necronomicon. Geister, Dämonen und Beschwörungen jenseits unserer Welt. Das Buch ist in einer seltsamen Sprache geschrieben, die ich kaum verstehe. Immer nur Barra hier und Barra dort. Wer weiß, was das bedeutet? Ich habe die Silben gezählt und die Wörter rückwärts gelesen, aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Oh. Ich bin nicht sicher, was der Prior oder der Zirkator zu einem solchen Buch sagen würde. Oder sonst jemand. Es klingt äußerst
verboten. Pah, Vorurteile. Aber du hast recht, es ist verboten. Nur ohne Grund. Hat Wissen den Menschen denn je geschadet? Du hast recht. Wissensdurst sollte niemals verboten sein. Ich bin froh, dass du es genauso siehst. Schau dir das Buch doch selbst an. Vielleicht kannst du... Nur bitte sag niemandem etwas davon. Wenn die anderen erfahren, dass ich das Buch genommen habe, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Wissensdurst ängstigt unsere Mitbrüder nämlich. Ich lasse dich in... Danke. Abwählen. An den Novizen. Das hatten wir ja alles schon. Schloss knacken schwer. Das kriege ich ja nicht auf. Das ist das Problem. Spinnennetz. Schloss knacken leicht, aber ich kann halt nicht. Ich habe keinen Dietrich, Mann. Schau, was der dabei hat. Herr im Himmel, was hast du? Mönchskohle, Brezelschlappen. Necronomicon 2. Alter. Ach ja, Anail. Anail, ja. Siegel Venus. Okay, also er ist dann im Ding. Du bist 8. Tagesblatt. Das ist gerade mal geringste Sorge, glaube ich. Mal nicht raus. Das ist mein Problem. Penner, bleib jetzt liegen. Zerkeisen, der eine pennt bis nachts. Sind ja runtergegangen. Pennen die dann hier unten? Nutz Joachim hat die Fässer verwechselt. Unfug. Das ist ein äußerst guter Wein. Nein. Er ist sauer. Einerlei. Wir bekommen bald Nachschub. Wohlsein. Wohlsein. Wir sollten uns diesen Joachim vorknöpfen. Nächstes Mal bringt er uns besser einen echten... Du hast uns gesehen. Also setze dich zu uns oder schwöre uns nicht zu verraten. Du willst doch nicht wie Lukas enden, nicht wahr? Gegen etwas Wein hätte ich nichts einzuwenden. So ist's. Dass ich die Mönchskohle habe, Alter. Setz dich und... Bruder? Sind wir hier im Wirtshaus? Oder beim Hundekampf? Mir steht es bis zum Hals.
Ihr steckt mich nicht in eine Haft. Du wagst es, dich deiner Sühne zu widersetzen? Lass mich dich daran erinnern, Bruder, dass Taten Folgen haben. Ja, Bruder, das tue ich. Ich widersetze mich. Woher weißt du das? Nase voll von euch, eurem Kloster und eurem ganzen Scheißdreck. Macht, was ihr wollt. Was geht du ab? Du konntest deine Probezeit als Novize nicht erfolgreich beenden. Hiermit bist du des Benedikt. Aber ich komme auch nicht rein, ne? Scheiße. Ups, falscher Knopf. Spiel laden. Ah, da, okay. Ah, das heißt, wir gehen erst runter und versuchen da unten was zu erfahren. Aber das ist geil, Alter. Aber ich konnte nicht umhauen, Schweinerei. Runter damit. Jeder Schluck. Du hast uns gesehen. Gegen so. Was bedrückt dich? Was tut ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Aber wir sind Mönche. Junge, wenn du mein Alter erreichst, wirst du's verstehen. Aber ihr seid circa tot. Wenn du es wirklich wissen willst, dann setz dich. Nun gut. Worauf können... Ah, Greg. Ich möchte... So ist's recht, Bruder. Setz dich und trink mit uns. Wenn der Wein zur Neige geht, besorgt uns Joachim 9. Finde raus, was... Okay. Ich sage dir, Bruder, diesen Wein könnte sogar der Papst trinken. Ich weiß nicht... Ich finde ihn sauer. Gott weiß, was da drin ist. Red keinen Unsinn. Das ist ein erstklassiges Fass. Direkt aus Snaim. Nein, ich weiß, wie ein erlesener Wein schmeckt. Ich wette, dieser Nichtsnutz Joachim hat die Fässer verwechselt. Unfug. Das ist ein äußerst guter Wein. Nein, er ist sauer. Ah, Gregor. Ah. Ihr habt Joachim erwähnt. Was hat er mit euch zu schaffen? Nicht viel. Er ist nur ein Grünschnabel, wie du. Er will sich um jeden Preis hervortun und ist äußerst diensteifrig. Wir nutzen ihn hin und wieder für Botengänge und dergleichen. Woher bekommt ihr den Wein? Ich dachte, der Klosterkeller wird bewacht. Wird er auch. Aber dieser Wein entstammt nicht dem Klosterkeller. Hör mal, Junge. Würdest du uns bei einer Sache aushelfen? Dieses Fass ist fast leer und wir brauchen ein neues. Aber wir sind zu alt für diese Strapaz. Ich habe einen Weg gefunden. Würdest du? Gut, ich helfe euch. Haha, ich wusste es. Hilf Novize Joachim, das neue Fass zu beschaffen. Sprechen gleich morgen früh darauf an, dann steht das Fass abends auf dem Tisch. Gut, ich rede mit ihm. Ah, fuck. Ich verabschiede uns einen Gefallen, Bruder. Bleib noch. Also gut. Lasst uns. So lobe ich mit. Vielleicht auf den Abt? Wohlan, auf den Abt. Aber warte, Junge. Welchen denn? Auf Peter. Wohlan, auf Peter. Er hat viel für uns getan, aber seine Zeit ist um. Auf seine unsterbliche Seele. Worauf können wir noch trinken? Auf unsere jungen Novizen, unsere schnellen Hengste und unseren guten Keller. Du und deine Novizen, alter Lustmolch. Auf den zukünftigen Abt. Richtig, Johann. Auf den zukünftigen Abt. Dich. Mögen Nevlas die Pocken holen. Dieser Miesmacher. Wie gern er uns klein halten würde. Ja, ich bin ja schon dabei. Schlafen und speichern.
Er wird jetzt sogar Sinn machen. Bis wann? Bis 4, glaube ich, war es, ne? Oh, jetzt muss ich noch einen ganzen fucking Tag damit verbringen, das Zeug zu machen. Ich hab gehofft, ich schaff's vielleicht gleich am ersten Tag, mich da durchzuringen, aber... Ja... Lukas... Mich würde bloß interessieren, ob der Prio schläft. Konstantin. Joachim, da. Okay, also Konstantin pennt hier. Und er pennt dann auch um kurz vor Ding. Das ist gut zu wissen. Hallo? Fuck, ich darf nicht mit ihm reden. Aus der Bahn, ich muss wissen, wo der Penner herkommt, der andere. Scheiße, der steht schon da. Fuck, wo kamst du her? T. Bis 6 war's, ne? Gehen wir? Go. Ach ne, ich muss ein bisschen warten, oder? Ja. Nicht jetzt, Bruder. Nach. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Warte mal, wir haben noch Haufen Zeug zum Essen. Wo ist denn der Keller? Da ist der hier. Jetzt hat. Was möchtest du? Ich sprach letzte Nacht mit den Zirkatoren. Sie sagten, du sollst ihn. Ich. Nun. Ja, es ist wahr. Ich will dir helfen. Das würdest du wirklich? Um an den Wein zu kommen, müssen wir das Kloster verlassen. Ich weiß, das ist verboten, aber es ist der einzige Weg. Wenn hier Wein verschwende, würde man es schnell bemerken. Um das Kloster zu verlassen, brauchen wir aber die Schlüssel des Priors. Warte, du willst also, dass ich dem Prior die Schlüssel entwende, um dann außerhalb des Klosters Wein zu stehlen? Jetzt weißt du, warum ich es nicht allein tun will. Ich habe nicht das Zeug dazu. Ich komme nicht an die Schlüssel, aber du bestimmt. Oder du öffnest die Schlösser mit einem Dietrich. Aber du hast es doch vorher schon getan, oder? Dem Prior war nicht wohl und er ließ die Schlüssel in der Obhut der Zirkatoren. Sie öffneten mir das Tor, aber diesmal müssen wir die Schlüssel stehlen. Ah, scheiße. Wie komme ich am besten an die Schlüssel? Ich weiß nicht, aber es könnte auch ohne sie gehen. Der Kellerer war einst Einbrecher. Er kennt sich mit Schlössern aus und vielleicht kannst du ihn irgendwie dazu bringen, uns zu helfen. Glaubst du, er würde beim Diebstahl mit... Nein, aber er kann uns beraten oder vielleicht Dietriche geben, mit denen wir das Tor öffnen können. Dir fällt schon was ein. Wenn du meinst, ich versuch's. Sobald du die Schlüssel oder Dietriche hast, komm zu mir und wir schmieden unseren Plan. Wegen der... Hast du sie? Noch nicht. Dann beeil dich. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist der Kellerer? Aus der Bahn! Ich muss zu meiner scheiß Arbeit, weil sonst geht die mir wieder auf den Sack, die Penner. Hä? Achso, ja stimmt, wir fressen ja erst, ne? Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der 4. Bruder, ich würde dich gern um einen Gefallen... Verstehe. Ich nehme an, du... Ja. Ich brauche unbedingt die Schlüssel zum Kloster. Hm.
Das wird nicht leicht, das sage ich dir gleich. Der Prior trägt sie immer. Wie komme ich an sie ran? Das ist kaum möglich. Es sei denn, du willst den Prior bestehlen. Gibt es einen anderen Weg nach draußen? Der Weg nach draußen ist durch eine ganz normale Tür versperrt. Sie hat lediglich ein etwas komplizierteres Schloss. Ich kann dir ein paar Dietriche verkaufen. Mit etwas Übung knackst du es. Kannst du es ihm ab... Den Prior bestehen? Ich bezahle dich natürlich. Was könntest du mir schon zahlen? Ich habe dem Diebesgeschäft abgeschworen. Wie viel willst du denn? So einiges. Das ist keine Kleinigkeit, Bruder. So viel? Und wo soll ich das herbekommen? Wir sind hier schließlich in einem Kloster. Meine Rede. Aber keine Groschen, kein Diebstahl. Und bitte mich lieber nicht noch einmal um so einen Gefallen. Nicht saumselig, nicht lustlos. Was tust du hier? Solltest du nicht ausgeführt wird? Denn der Gehorsam, den man den Oberen leistet, wird Gott erwiesen. Mir war etwas mit... Wirklich? Ich tue... Ich heiße Greg... Ich weiß. Was bedeutet das? Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regula... Und wenn das einmal... Dann sind wir befugt, Strafen zu erteilen. Aber du bedarfst doch gewiss keiner... Der das Murren seines Herzens wahrnimmt. Für solches Tun empfängt er keinen...